Was wir jetzt aber nennen können, ist Deus Ex 1. Und wir sehen tatsächlich Heinke als einen Kommentator hier. Allerdings der tatsächliche Runner wird Vaisht sein, welcher derzeit ein Spiel hat von, ich glaube, 34 Minuten in Deus Ex. Stolze Zeit. Ein Spiel, das unfassbar viel an Tech hat und war ziemlich hart zum Recherchieren, bin ich ehrlich. Es war kein leichtes Spiel Oh als ja. ein Außenstehender, der die Reihe nicht kennt. Und direkt schon vor dem Run gibt es einiges zu erklären. Und zwar, wenn man ein neues Spiel erstellt und ein neues Spiel selektiert, man hat hier schon die Möglichkeit, Skills auszuwählen. Und es gibt per Default immer schon einen Skill, der schon vergeben ist. Und zwar die Waffenskills für Pistols. Man startet das Spiel immer mit einer gewissen Menge an Skillpunkte schon dafür belegt. Man kann das allerdings zurückskillen, bevor man das Spiel überhaupt startet. Und wenn man dann ins Spiel geht, nachdem man diesen Skillpoint refunded hat, bekommt man nicht nur diesen Skill doch noch wieder geskillt, sondern man hat dann mehr Skillpunkte frei und refunded gekriegt, die man dann für andere Dinge verwenden kann. Und das wird vor allem am Anfang direkt sofort sehr wichtig werden. Sind übrigens 6575 Skill Points, die wir haben. Hat man unten rechts in der Ecke gerade gesehen. There you go, genau. Ist mehr als genug. Ansonsten gibt es noch andere Techniken, die in anderen Kategorien verwendet wird, wo man mit mehr Waffen anfangen kann, um das New Game mit Waffen von einem anderen Spielstand zu starten. In dieser Kategorie von Any Percent ist das nicht erlaubt. Wir starten hier mit dem Default Loadout, aber wir starten, wie gesagt, mit diesem Glitch. Das heißt buchstäblich so, um mehr Skillpunkte zu haben. Wir haben sie direkt verwendet, als wir den Run gestartet haben, für den Swimming Skill, damit wir schneller und länger schwimmen können, was wir am Anfang direkt machen werden. Und wir haben Heavy Weapons geskillt, damit wir schneller laufen können oder normal schnell laufen können, während wir schwerere Waffen wie Raketenwerfer etc. Ausgerüstet haben. Wir haben hier jetzt direkt eine Kiste zerstört, um dort eine Granate rauszukriegen. Und wir haben die dort an einer ganz spezifischen Stelle hingeworfen, in der Hoffnung, dass wir eine AI manipulieren. Dies ist ein großes HQ-Gebäude, das man erst viel, viel später öffnen könnte. Aber indem wir die Granate hier genau richtig werfen, versuchen wir eine AI, einen NPC hier dazu zu bringen, aus der Tür rauszulaufen. Denn NPCs können verschlossene Türen öffnen, wenn sie in sie reinlaufen. Und durch diese Manipulation können wir in dieses HQ-Gebäude weitaus früher rein und können so den ersten Skip des Runs machen, durch eine Granate an eine bestimmte Stelle chucken und die AI öffnet die Tür vor uns. Es gibt viele, viele Stellen im Spiel, wo AI-Manipulierung sehr relevant und wichtig wird und das ist so einer der besten Stellen, die es beweist. Es fängt direkt am Anfang schon an mit einer spezifischen NPC-Manipulierung. Wir haben hier jetzt auch ein paar Segmente in diesem HQ-Gebäude, das wir einige Male sehen werden, wo wir einige Dialoge haben werden. Wir werden jetzt gleich einen Dialog haben mit, ich glaube, dem Direktor von diesem HQ. Und während wir ihn kurz labern, werden wir auch eines dieser Throwing Knives, die wir hier mit haben, in die Fresse werfen. Und dann sagt er, hey, was soll denn das? Und dann bricht er den Dialog ab und dann können wir schneller weg von ihm, weil wir wollen ihm nicht zuhören. Und das bricht den Dialog ab und es ist wesentlich schneller. War immer wieder lustig anzusehen. Genau, ja. Das ist einer der vielen Weisen, wie man Dialoge beschleunigen und überspringen kann in diesem Spiel. Man hat mehrere Möglichkeiten, diese Dialoge zu interrupten. Und eine häufige Weise dafür ist, man kann Gegnern oder Leuten Schaden machen, während man mit ihnen redet. Und das bricht den Dialog sofort ab. Das Throwing Knife ist dafür perfekt, weil es gibt einen kleinen Unterschied zwischen, wenn man dann drückt und wenn tatsächlich dieses Knife geworfen wird, da gibt es einen kleinen Zeitunterschied, während die beiden Dinge passiert. Und das war auch schon, was wir auf dieser Map machen mussten in, ich schätze, Mission 1, Chapter 1? Mission 1. Mission Oh. 1. Auf dem Rausweg haben wir noch ein paar Waffen aufgehoben. Wir haben einen Crossbow. Ein Mini-Crossbow bei einem Gegner aufgesammelt, den wir gleich im nächsten Level nutzen werden. Und wir haben einen Haufen an random Zeug aufgehoben bei dem anderen Guard. Dieser Mann hatte so einen Schlagstock bei sich, ein paar Zigaretten und Süßigkeitsriegel, so Candy Bars. Tatsächlich einer der wichtigsten Items in diesem Spiel und alles, was das Teil macht, ist, es heilt dich für so 2 Health oder so. Wir werden sehr viele von diesen Candy Bars aber brauchen, also behaltet euch das im Kopf.
Warum? Darauf gehen wir dann auch später ein. Genau, ja. Wir haben hier jetzt einen kleinen Kampf, den man normalerweise machen sollte mit seinen Soldatenfreunden. Wir laufen einfach vorbei und benutzen jetzt direkt schon den Crossbow, den wir mitgenommen haben. Schießen auf die Wand hinter die Gegner, damit die Gegner hinter sich schauen. Der Crossbow schießt voll und ganz leise. Allerdings, wenn die Schüsse auf Wände prallen, das macht einen Sound. Und das manipuliert die Gegner, dass sie nach hinten schauen, von wegen, was war denn dieser Sound? Und dabei realisieren sie nicht, dass ein Mann einfach an ihm vorbeiläuft, den Gang, den sie gerade beschützen. Gleichzeitig haben wir dort etwas anderes gemacht, was ich schon vergessen habe, weil zu viel gleichzeitig passiert ist. Genau, wir sind durch die Laser gerannt. Genau. Ja, in dem Spiel gibt es mehrmals einen Haufen Laser bei bestimmten Türen, wo, wenn man durch sie normalerweise durchläuft, es irgendwas aktivieren würde. Eine Turret würde ausfahren, ein Gegner würde rauskommen. Man kann diese Laser umgehen, indem man safe loadet direkt, wenn man vor dieser Laser ist. Dann springt man über die Laser oder durch die Laser durch, weil man nie direkten Kontakt mit ihr hat, weil während dem Safe Load man sich ein bisschen weiter nach vorne bewegt, ohne dass das Spiel es registriert. Erlaubt das für einige Mechaniken, zum Beispiel das Überspringen von Lasern, das Überspringen von manchen kleinen Triggern oder auch das weitere Springen, wenn man das während einem Sprung macht. Und während ich das erklärt habe, haben wir gerade so viel anderes auch noch gemacht. wir sind gerade einfach durch eine Tür gelaufen, haben Passwort eingegeben, haben uns ein Augment-Kanister geholt, um später dann uns besser hochzugraden, und dann sind wir gegen die Wand gelaufen und haben uns in die Luft gejagt. Wieso haben wir das gemacht? Gibt einen Trick. Ebenfalls, welches das Save-Loaden verwendet. Wenn man eine Leiche ist und dann Save-Loadet, kann man wieder auferstehen. Das ist der Phoenix-Glitch, wo man wieder sich zu Leben aufweckt. Und das Tolle ist, diese Leiche, die wir hinterlassen, ist dann von uns sichtbar. Und man kann diese looten. Das heißt, all die Items, die wir davor haben, lagen auf dieser Leiche. Und diese konnten wir looten für mehr Items. Ich glaube, diese wurden gerade gedupt durch diesen Vorgang, und wir haben einige Items jetzt viel, viel, viel mehr, als wir davor hatten. Und noch zusätzlich haben wir die Option, jegliches Item, das wir haben, hier ist übrigens ein Grenade Jump, um sehr hoch zu springen mit der Kollision von dem Momentum dieser Granate, die wir werfen. Lustiger Trick, der nur in diesem Level relevant ist. Wir sehen das nie mehr wieder. Und da haben wir uns umgebracht damit, weil wir uns den großen Zeh damit gestoßen haben. Ausgezeichnet. Großartig. aber ja, jegliche Items, die wir im Inventar haben, haben wir die Möglichkeit zu dupen. Und zwar, wann auch immer man Items aufhebt, braucht es eine gewisse Zeit, bis dieses Item tatsächlich weg ist, nachdem man den Use-Knopf drauf gedrückt hat. Wir haben allerdings den Use-Knopf auf Mausrad gelegt. Das heißt, jedes Mal, wenn wir mit irgendwas interagieren und oder aufheben wollen, drücken wir diese Taste sehr, sehr, sehr oft, sehr, sehr, sehr schnell. In dem Zeitraum, bis wir das erste Mal Use drücken und bis das Item despawnt, vergeht etwas Zeit, und je öfter wir diesen Use-Input währenddessen reinkriegen, desto mehr kriegen wir von diesem Item in unser Inventar gedupt. So können wir jegliches Item, das irgendwo aufhebbar ist, mehrmals aufheben. Zu dem Punkt, wo wir wirklich fast unendlich viel von einem Zeug haben wollen. Weil wir können einfach ein Zeug hinlegen, 5 aufheben, ein Zeug wegwerfen, 5 aufheben, und damit können wir unendliche Ressourcen von jeglichem Item im Inventar haben. Genau. Das Ganze machen wir teilweise auch einfach so nebenbei, während wir am Laufen sind. Und ja. Genau. So muss man halt ein bisschen wissen, wann man wo was drücken muss. Aber dann verliert man da nicht mal Zeit bei. Genau, wir haben am Anfang auch schon ein paar Items weggeworfen. Manche davon brauchen wir einfach nicht, also wollen wir unser Inventar damit nicht klattern. Mhm. Wir haben eine Stealth-Pistole zum Beispiel erhalten, die absolut nutzlos ist, weil unsere Default-Pistole ist nicht nur besser für Stealth, sondern auch einfach besser allgemein als die Stealth-Pistole. Mhm. Item ist etwas redundant. Und deswegen wollen wir da unseren Inventory-Space freiräumen von jeglichem Zeug, das wir nicht brauchen. Und auf dem Weg dupen, was auch immer wir definitiv brauchen werden. Mhm. Eine Sache davon werden zum Beispiel Biocells werden, denn diese geben uns Energie, um unsere Augmente zu verwenden. Und davon haben wir jetzt gerade nämlich eins gekriegt in dieser Intermission. Intermission. Ja, in dieser Pause. Oder so, ja. Während ich das erkläre. Wir haben hier einen kleinen Fahrstuhl. Wir bringen uns wieder um und bringen unsere Leiche dazu, durch den Fahrstuhl durchzufallen. Wenn wir dann wieder diesen Phoenix-Glitch anwenden, indem wir uns wiederbeleben durch Save-Loaden, nachdem wir sterben, können wir durch den Fahrstuhl durchfallen, uns wiederbeleben und dann direkt weiterlaufen.
Ihr seht, dieser Trick ist vielfältig und mächtig. Eine zusätzliche Sache, die jetzt dieser Phoenix-Glitch aufgesetzt hat, ist, wir sind unter 0 HP gerade. Wir haben nur so minus 40 Health oder so. Was nicht ganz gesund klingt, aber es hat einen coolen Nebeneffekt. Wenn wir jetzt irgendeine Kleinigkeit zu uns nehmen, irgendein Health-Item, aber wir sind danach immer noch im Minusbereich mit unserer Health, sind wir in einem sogenannten Dead-Man-Walking-Status, wo jegliche NPCs nicht realisieren, dass wir da sind. Sie nehmen uns nicht wahr, wir sind auf 0 HP, also wieso sollten sie weiter auf eine Leiche schießen? Genau. Und das sind wir im Prinzip. Also technisch gesehen nehmen die uns schon wahr, aber die denken halt, dass wir tot sind und reagieren halt deswegen gar nicht auf uns. Genau. Und viele Level, die wir hier durchspielen werden, werden voll und ganz in diesem Dead-Man-Walking-Status gespielt. Man muss da immer wieder aufpassen, weil dieser Status wird zurückgesetzt, jedes Mal, wenn man eine Map-Übergang hat. Und da muss man wieder kurz etwas konsumieren, um wieder diesen Deadman-Status zu erhalten, damit die Gegner nicht auf einen reinschießen. Und jegliche Schadensquelle in diesem Status bringt einen sofort um. Genau. Und wir hatten ja vorhin die Candy Bars, also die Schokoriegel oder Süßigkeitenriegel angesprochen, die sehr wenig HP heilen. Genau dafür sind die da. Genau, damit wir immer nur so 2 Health von minus 40 auffüllen. Und damit aktivieren wir dann das Deadman-Walking wieder, aber sind halt noch nicht im positiven Bereich, bleiben also im negativen Bereich. Genau. Eine Sache, die wir jetzt auch mehrmals gesehen haben, ist, wir haben kurz das Menü geöffnet und geschlossen und das mehrmals und jetzt machen wir es gerade wieder und plötzlich fliegen wir ganz hoch in die Luft. Was viel geht denn das? Was? Das ist der Superjump. Das ist auch der Grund, wieso wir diesen Granatensprung am Anfang gesehen haben und jetzt nicht mehr. Dies ist die Technik, die diesen Granatensprung ersetzt für den gesamten restlichen Run. Wir haben nämlich in dieser Pause ein Augment erhalten und das ist das Speed-Augment, was uns nicht nur mehr Movement-Speed gegeben hat, sondern auch mehr Sprunghöhe und mehr Fallschadenreduktion. Ich glaube, es wäre das deutsche Wort. Ja. Wir haben übrigens gerade hier einen Boss kurz gehabt, den wir absolut vernichtet haben. Der Raketenwerfer hat zwar nur sehr wenige Schüsse, aber wenn man mit dem Raketenwerfer schießt und dann direkt in eine Map-Transition geht, kann man noch einmal schießen. Das heißt, wir haben einmal auf den Boss geschossen, sind kurz Map wechseln gegangen, haben noch einmal auf den Boss geschossen, haben kurz Map gewechselt und haben noch einmal auf ihn geschossen und das war der Bosskampf. Genau. Wir können jetzt diesen Raketenwerfer ab sofort nur nutzen, unmittelbar bevor oder nachdem wir irgendwas bei einer Map-Wechselstelle machen. Und oder wenn wir mehr Raketen wieder haben. Zum Superjump, wolltest du da weiter erklären oder soll ich kurz machen? Weißt du was, ich atme kurz. Alles klar. Und zwar, immer wenn wir so einen Superjump machen, seht ihr ja, dass wir vorher in die Menüs reingehen. Und durch dieses Reingehen der Menüs, also das funktioniert im Grunde so, dass wir da Punkte drauf haben, also Skillpunkte. Und je mehr Skillpunkte wir haben, desto höher können wir springen und desto schneller können wir uns auch bewegen, weil das ist jetzt irrelevant. Wenn wir aber ins Menü reingehen, dann kriegen wir halt diesen Bonus durch die Skillpunkte ein zweites Mal. Wenn wir nochmal ins Menü reingehen, kriegen wir den noch ein drittes Mal, also das addiert sich dann immer weiter. Dadurch können wir halt einmal dann immer so extrem hoch springen. Genau, statt plus 5 oder statt 5 Punkte haben wir plötzlich 20 Punkte da drin für das Spiel. Genau, ja. Das ist alles möglich durch eben dieses Speed-Augment, das wir aufgesammelt haben, das uns diese Sprunghöhe gibt. Wir haben das sofort auf 4 hochgestuft, weil wir haben auf dem Weg in der zweiten Map ein Augment-Kanister aufgehoben, das sowas upgraden kann. Mhm. Und das heißt, wir haben das natürlich gedupt, haben das Speed-Augment auf Stufe 4 sofort und mit eben dieses ins Menü reingehen und Spieloptionen anschauen und wieder rausgehen, können wir dieses Speed-Augment einfach noch viel wirksamer machen und diese riesig hohen Sprünge machen und dann natürlich auch keinen Fallschaden nehmen, weil das wurde auch multipliziert. Und wenn wir jemals tatsächlich doch eine Distanz fallen, die zu weit ist, können wir einfach safe loaden, kurz bevor wir am Boden landen und das negiert jeglichen Fallschaden. Richtig. Und wir werden halt generell sehr viele Tricks mit Quick-Save und Quick-Load machen. Darauf kann man sich bei Deus Ex Runs einstellen, vor allem von dem Teil hier, von dem allerersten. Genau, ja. Was wir gerade auch hier wieder gesehen haben, wir haben den Superjump gemacht, um dort hochzuspringen, wo wir eine Rakete hingeschossen haben. Die Rakete war dafür da, um diese eine Tür durch die Wand zu zerstören. Das heißt, während wir noch dorthin gereist sind, ist die Rakete Meilen geflogen
hat dort die Tür durch die Wand zerstört und als wir dann dort angekommen sind, war die Tür schon offen deswegen. Genau. Offen gefällt mir die Formulierung. Ja, sie wurde geöffnet. Ja, ist technisch gesehen korrekt, ja. Wir haben einen Türöffner und wir haben ihn angewendet. Genau. So, hier wieder ein Superjump. Achso, ich dachte gerade, der hat nicht ganz funktioniert, aber stimmt, wir wollten ja gar nicht aufs Dach rauf. Genau, ja. Das ist jetzt eine Stelle im Run, die ich nicht ganz verstehe. Wir nehmen jetzt die Zigaretten, die wir ganz am Anfang aufgehoben haben von einem der Guards, natschen uns jetzt in die Nähe von dieser Cutscene, die wir haben. Und sobald die geendet ist, sterben wir an, ich nehme an, dieser Zigarettenpackung und landen sofort in der nächsten Map, wo wir in einer Zelle sind. Und dort versuchen wir uns jetzt durch die Wand zu klippen mit einer Granate, was funktioniert hat. Und jetzt laufen wir hier in HQ als, Schätze... Außen oder als Escapee. Genau. Also ja, da sind eine Menge Dinge auf einmal passiert. Das durch die Wand klippen ist eine Sache, die man jetzt mit den Granaten machen kann. Das haben wir schon öfters hier und da gemacht und wir werden noch sehr viele davon machen. Granaten haben nämlich eine feste Kollision zum Spieler, selbst wenn sie noch im Flug sind oder wenn sie irgendwo am Landen sind. Und damit kann man nicht nur Wände hochklettern, weil man diese Granaten fest an Wänden platzieren kann, sondern wenn man sie wirft und sie genau richtig wirft, dass man durch eine Wand klippen kann, dann ja, dann klippt man dort durch mit der Granate sozusagen. Es ist genau. Einer der präzisesten Tricks und einer der häufigsten auch. Ja, also die Hitbox der Granate, die drückt uns im Grunde durch die Wand dann durch oder durch die Tür durch. Das werden wir häufiger sehen durch Türen. Ja, ich muss gestehen, von all diesen Weisen, wie man in Videospielen generell durch Wände klippen kann, ist das einer der bizarrsten, weil die Granate drückt einen, glaube ich, nicht durch die Wand mit seiner eigenen Hitbox, sondern man steht auf der Granate und die Granate selbst geht durch die Wand mit einem, während man auf ihr steht, was es nur noch bizarrer macht. Aber wir sehen es hier nochmal. Wir platzieren hier eine Granate, stehen auf ihr drauf und werfen eine zweite genauso, dass man durch die Wand gedrückt wird, was uns manchmal umbringen kann aus irgendeinem Grund, wie wir es jetzt gerade sehen. Aber hier sind wir jetzt durch die Blitze gestorben. Ah, im nächsten Raum. Das hat mit der Granate an sich gar nichts zu tun. Ah, das war wegen den Blitzen hier ausgezeichnet. Genau. Aber der Clip ging ziemlich schnell. Das war sehr gut. Man musste den mehrfach durchführen, weil er halt, ich glaube, zweimal gestorben ist. Ja. Und hat jedes Mal wunderbar funktioniert. Also ich kenne auch so ältere Runs von Heinke, mit denen ich damals auch angefangen hatte, mich auf Commentaries vorzubereiten. Und da hat es bei weitem nicht so gut funktioniert, weil naja, da ist Heinke halt auch noch ein bisschen ungeübter gewesen in der Hinsicht. Ja, ich glaube, die Community als Ganzes hat viele dieser Tricks mit der Zeit gefunden und ist sehr damit aufgewachsen. Oh ja. Und Was sagt Heinke da in die Kamera? Was ist denn hier los? Nein, es wird nicht scharf. Oh. Nein! Ich glaube, das sind ein paar Notes für einen Run oder so. Ich weiß oder es aber Memes. Nicht genau. Oder vielleicht oder sind es Memes, die auf den Notes sind. Stimmt, das könnte so eine Memesammlung sein, weil also ich kenne es von Heike, dass er hier sehr viele Sprüche bringt, die sich so eingebürgert haben. My biggest fan fällt mir da ein oder Hot Girl. Mhm. Da können wir dann drauf eingehen, wenn wir das sehen. Boah. Und wenn dann in dem Moment auch Zeit ist. Wir haben währenddessen ein kurzes Segment gehabt, wo wir ein paar Guards umgebracht haben. Hier gibt es wieder normalerweise ein ziemlich schwieriges Segment, aber weil wir unter 1 HP sind oder unter 0, sind wir immer noch im Deadman Walking und keiner nimmt uns wahr und schießt auf uns. Das heißt, wir laufen hier einfach durch und klippen von einer Wand zur anderen. Und hier machen wir jetzt nochmal einen absichtlichen Tod. Wir sind hier einmal gesafe-loaded, um Fallschaden zu negieren und dann sterben wir an einer spezifischen Stelle, um dort durch einen Todestrigger durchzufallen, laden danach unseren Save Load und sind wieder am Leben unter der Action. Genau. Kann jetzt weiter. Was wir die ganze Zeit aber beachten müssen, während wir hier einfach nur durchsprinten von einem Anfang zum Ende, ist, wir müssen sehr aktiv auf unsere Munition schauen. Vor allem unsere Raketenmunition für unseren Raketenwerfer und die Law. Und wir haben eh auf dieser Map einzelne Gegner auf dem Weg eliminiert, um Raketen aufzuheben. Aber es wird nicht unrelevant sein, das weiter im Kopf zu behalten. Was wir auch die ganze Zeit machen, ist irgendwie kurz Dinge fallen lassen, um sie dann danach nochmal zu dupen, weil wir sie dann mit Mausrad noch viel, viel mehr aufheben. Wir machen das mit unseren Medkits, wir machen das mit unseren Bio-Shells, die uns erlauben, unser Speed-Augment länger zu benutzen. Also
All diese Dinge machen wir die ganze Zeit nebenbei, während wir von dem direktesten Weg zum direktesten Weg durch die Map navigieren. Genau. Warum wir Medkits und die Biocells dupen, sollte eigentlich klar sein. Also Medkit zur Heilung, Biocells, hat es ja eben schon gesagt, um halt unsere Augmentierung da wieder aufzuladen. Und dann können wir halt umso schneller hier durch die Welt rennen. Genau. Wir sind jetzt übrigens in einer der Stellen angekommen, wo der schwerste Clip ist oder einer der schwersten Clips, und wir haben es einfach gefirst-tried. sind da jetzt noch einmal durch die Map gegangen, aktivieren jetzt diesen Dialog von weit weg, machen jetzt einen sogenannten Glitchy Save und müssen dann denselben Wall-Clip, der wirklich schwierig war, nochmal zurückmachen, weil wir diese Tür nicht auf normale Wege gemacht haben. Und wir haben das einfach beide gefirst-tried. Wow. Das ist wirklich krass. Das ist ein schwerer Wall-Clip. Oh ja. Da sieht man besonders gut, wie sich die Community hier entwickelt hat. Boah. Es ist nicht zu unterstreichen, wie schwer der ist, weil jeder einzelne Wallclip basiert auf sehr konkretes Positioning und wie man genau in welchem Winkel zu der Wand schaut. Mhm. Der Runner hat für die meisten Wallclips einen Visual Cue, das heißt einen konkreten Pixel, auf die sie schauen, von einer bestimmten Position, um diesen Wallclip aufzusetzen. Die schwierigsten Wallclips sind auf Texturen, wo es wenig gibt zum Mitarbeiten, wo man sich nicht orientieren kann. Mhm. Und das ist so einer dieser Wände. Eine kleine Anmerkung, das hatten wir eben gesehen. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, um Fallschaden zu negieren. Und zwar indem wir, wenn wir irgendwo runterfallen, einfach kurz vor der Landung einmal quicksaven und quickloaden, dann startet das Momentum nämlich wieder bei null. Also das Spiel denkt dann, dass wir kurz über dem Boden, dass wir da erst angefangen haben, runterzufallen. Dadurch gibt es keinen Fallschaden. Genau. Es gab noch eine sehr oldschool-Weise, Fallschaden zu vermeiden, indem man eine Granate wirft und auf dieser Granate steht, während sie nach unten fliegt. Mhm. Weil man technically auf einem Objekt steht, während die Granate nach unten sich bewegt. Man steht, man fällt nicht, also nimmt man keinen Fallschaden, auch wenn wir uns auf Mach 10 nach unten bewegen, was ziemlich lustig ist. Aber ja, das ist leider mehr oder minder eine redundante Weise, Fallschaden zu negieren mit all den anderen Techniken, die wir haben. Genau. Aber früher war das halt so, ich weiß gar nicht mehr, ob sie die Hauptvariante war, aber eine häufiger genutzte Variante auf alle Fälle. Genau. Hello Master, vielen Dank für deinen Sub. Jo, vielen Dank. Ich habe davor noch eine Sache erwähnt, die... Bin's mein biggest Fan. Entschuldigung. Oh ja, mein biggest Fan, ich verstehe jetzt. wir haben davor eine Sache gemacht und wir werden sie jetzt auch wieder anwenden, die ich davor erwähnt habe, und zwar ein sogenannter Glitchy Save. Das ist nicht nur eine Sache, um einen Save zu beschreiben, der etwas seltsam ist, sondern nein, so heißt buchstäblich ein Trick in diesem Spiel, welcher involviert... direkt zu save-loaden, unmittelbar nachdem ein Dialog endet, während wir noch in so einer dritten Personenperspektive sind. Wenn wir das in einem perfekten Timing machen, aktivieren wir diesen Glitchy Save-Glitch, welcher zuerst einmal einfach nur einen URL-Fehler auf den Bildschirm drückt. Wenn man einmal Escape drückt, dann verschwindet er und man kann sich dann auch wieder bewegen. Was das macht, ist, es setzt bestimmte Maps zurück. Also die Map, auf der man sich gerade befindet, jeglicher Trigger dort oder bestimmte Skripts werden gestoppt und in benachbarten Maps werden alle Statusse zurückgesetzt von jeglichem Objekt und oder NPCs, die man dort hat. Mhm. Es ist ein sehr bizarrer Glitch, einer, der auch ziemlich wilde Folgen hat, wenn man den versucht mal casually zu machen. Das Spiel kann dabei crashen, der Save kann sich corrupten. Ein sehr riskanter Trick, aber die Macht, Map-Scripts einfach zu stoppen und benachbarte Maps zurückzusetzen, ist sehr mächtig. Wir haben das aktiv jetzt gerade gemacht, um in einer benachbarten Map, wo wir einen Haufen an Items hinterlegt haben, diese nochmal zu duplizieren, dass sie nochmal auftauchen. Und das ist einer der Anwendungsfälle, die wir auch ein paar Maps davor hatten, wo wir diesen Glitchy Save angewendet haben. Mhm. Da sind wir jetzt nochmal gestorben. Auch wieder durch die Blitze, die da durch den Raum fliegen. Ja, diese Blitze sind übel. Wir sind halt auf weniger als 0 Health. Das heißt, irgendein Stray, kleines irgendwas, wo wir uns den Zeh stoßen, ist ein Tod und das ist manchmal etwas zart. Genau. Also das Spiel prüft im Grunde, wenn es Schaden verteilt,
prüft es einfach, ob wir auf 0 oder weniger HP gefallen sind. Und wenn das der Fall ist, dann sagt das Spiel, okay, du bist jetzt gestorben. Und da wir sowieso schon im Minusbereich bei den HP sind, also über weite Strecken des Runs zumindest, ist halt jeder Treffer tödlich. Genau. Das spielt uns natürlich in die Karten, dass die Gegner uns gar nicht mehr wahrnehmen. Also zumindest nicht mehr als Bedrohung wahrnehmen, weil sie halt eh glauben, dass wir tot sind. Genau, ja. Mit Minus-HP rumrennen. Die sagen so, oh ja, das ist der Hermann, der ist tot, kannst ihn ignorieren. Und sie so, ah ja, okay. Und dann rennt er rum mit einem Raketenwerfer und fliegt 50.000 Meter hoch und zerschießt alles und läuft zum Heli. Und das ist einfach... Ja, das ist Hermann. Sein übliches Ding. Yep. Der ist tot, der riecht ein bisschen komisch und die wissen aber nicht, dass wir auch vorher schon so komisch gerochen haben. Einfach nicht so schief an, dann passt das schon. Dann ignoriert er dich meistens. Ach, der ist eh tot, genau, wie auf der Arbeit. Ja, genau. Sir, der läuft irgendwie gerade im High Security-Bereich rum. Ja, ja, wir können ihn ja nicht aufhalten. Ja, ja. Genau. Passiert jeden Dienstag. Da ist die Leiche übrigens, die wir hinterlassen haben. Der Dienstag. Genau, der Dienstag. Da war die Leiche, die wir konkret hinterlassen haben, um die Items zu duplizieren mit dem Glitchy Safe. Wir waren nämlich in einer gegenüberliegenden Map, während wir diese Leiche dort hatten. Mhm. Das heißt, in diesem Status wurden alle Items, die unsere Leiche dort hatte, dupliziert. Und deswegen haben wir sie jetzt auf dem Weg zurück wieder aufgesammelt. Und das noch in größeren Mengen. Das haben wir hauptsächlich, glaube ich, gemacht für die Raketenmunition, weil sich die schwerer dupen lässt. Mhm. Ja, aber nächste Mission beendet. Also grundsätzlich kann man immer davon ausgehen, dass wir am Ende einer Mission immer zu unserem, wie hießen die irgendwas mit Bird? Die Hubschrauber-Dinger da. Ja, also wir haben einen Vogel und versuchen ihn zu fangen. So ungefähr, ja. Genau. ich kann noch erwähnen, diese wirklich mächtigen Tricks, Deadman Walking, der Phoenix Glitch und der Glitchy Safe, die sind alles Dinge, die ein bestimmter ursprünglicher Runner gefunden hat namens Illiterate Child. Das ist einer, der vor 10 Jahren die meisten wichtigen Tricks und Dinge für dieses Spiel rausgefunden haben in den Kontext von dem Speedrun. Mhm. Und so in der Geschichte von Deus Ex Speedrunning war er so der Wichtigste, der in dem Zeitraum gefallen ist, weil er einfach so viel gefunden hat und getragen hat, für was heute noch gemacht wird auch. Ich glaube, das Duping geht auch auf ihn zurück, aber da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ein Haufen von Tricks gehen auf ihn zurück, aber das sind so die, die am meisten zu ihm zuweisen sind. Genau. Währenddessen sind wir in Paris angekommen, wir sind plötzlich in irgendwelchen Katakomben. Niemand redet uns wirklich ein, was diese Katakomben sind, weil wir sind Hermann. Aber wir müssen nicht mit ihnen reden. Wir dupen einfach durch jede einzelne Wand durch. Die Katakomben haben so 3 oder 4, Entschuldige, habe ich dupen gesagt? Ich meinte Clips hintereinander, wo wir einfach durch wild irgendwelche Türen fliegen und dann sind wir durch die auch durch. Jeder einzelne dieser Clips ist einer der schwereren, weil man dort wieder wenig zum Mitarbeiten hat für Visual Cues. Aber wir sind da durch und sind jetzt in Paris. Ich grübe gerade darüber, was Kehle mit der Aussage meinte. Was hat Literal Child, wie hat Literal Child seine Glitches bekannt gemacht, wenn er nicht lesen und schreiben kann? Ist das jetzt so ein Gag wegen dem Namen? Glaube ja. Okay. Ich meine, die Antwort ist Videos. Ja, Videos, genau. In jedem Fall die Antwort ist Videos. aber ja, mit all diesen Tricks bewappnet. Laufen wir jetzt mehr oder minder einfach nur durch die Maps durch. Wir sind jetzt in einem Nightclub in Paris angekommen, wo wir, ich glaube, irgendeine Crypto-Wallet mitnehmen müssen oder so. Ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung von der Lore in diesem Spiel. Ich auch nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, sehr viele Dinge passieren einfach, weil sie passieren für mich. Es tut mir leid. Also um es mal in einem Satz zu erklären, verglichen mit der Lore hier ist Metal Gear Solid ein Kinderbuch. Ja, wirklich, ist dieser Komplex. Ich glaube, so kann man es erklären. Das ist doch schön. Ich habe das Gefühl, dass irgendwie die Illuminati auch in dieser Story drin ist. Also ist eine Menge los. Oh ja. Wir haben mit einer Dame geredet und das war der Grund, wieso wir durch die Katakomben gestürbt sind. Das ist alles, was ihr wissen müsst. Genau. Gut. Wir machen hier jetzt einen weiteren Superjump. Ja?
Ich wollte nur sagen, wir sind jetzt im Schloss. Ich habe den Namen vergessen, aber in dem Schloss halt. Immer noch in Frankreich. Ja, yeah, Schloss Frankreich. Schloss Frankreich, genau. Sagen wir einfach Schloss Frankreich. Genau. haben wieder einen Superjump gemacht, um über die gesamte Map zu fliegen. Machen wieder einen Grenade-Clip durch, um in einen Tunnel reinzukommen, wo man normalerweise ganz anders rein sollte. Er erkennt einen Trend, glaube ich, langsam. Aber ja, wir kommen eine Menge rum, das ist wahr. Wir waren davor in Hongkong, jetzt sind wir in Paris. Das stimmt, wir schauen uns wirklich eine Menge verschiedener Orte an. In New York haben wir angefangen. Genau, ja. Er war noch niemals in New York, müsst ihr wissen. Oh, ja, in dem Fall doch. Und er war noch niemals in Shanghai. Warte, wie ging der Song? Ach, egal. Oh Gott, ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals in Hawaii, nee, auf Hawaii. Ich weiß es nicht mehr. Ja gut, Shanghai klingt fast genauso, nehmen wir das. Passt hier, glaube ich, gerade besser. Hier haben wir übrigens einen ziemlich coolen Kollegen. Er heißt tatsächlich Hermann, also wissen wir, er ist eine Legende. Wir reden mit ihm, dann machen wir einen Glitchy Safe und dann explodiert er. Cooler Typ. Ja. Bin großer Fan. Mit richtiger mit richtiger AI-Manip übrigens konnte man auch diese Sektion machen, ohne dass wir mit dem NPC reden müssen. Aber ich glaube, es ist tatsächlich Teil von einem Incentive, dass wir ein bestimmtes Ending erhalten, und es könnte sein, dass er Teil davon ist. Da bin ich mir gerade nicht sicher, oder wir haben einfach die AI-Manip verfehlt, eins von beiden. Aber man kann dort ihn auch überspringen, wenn man schnell genug sein will und ist. Sagen wir einfach, das war Teil des Incentives. So. ab geht's. Oder wir sind mittlerweile auch in der Metro Station. Ich weiß gar nicht mehr, ob das immer noch in Frankreich ist, also in Paris dann höchstwahrscheinlich. Es ist immer noch. Nee, ich glaube, wir sind schon In Paris, da steht. Wir sind buchstäblich irgendwo in Paris. Das ist genau. Schön. Wir wissen nicht wo, aber wir sind halt... Ja, in Margaret Everett's Haus. Das habe ich eben noch gelesen. Wie gesagt, von der Story habe ich halt keine Ahnung mehr. Das ist auch schon eine ganze Weile her, dass ich selber gespielt habe. Mhm. Und so lange ist es gar nicht her, aber das war halt dieses Revision und zu dem Zeitpunkt konnte man da die Helligkeit, glaube ich, nicht einstellen. Das war viel zu dunkel eingestellt. Ja, ist doch schön. Es wurde später gepatcht, aber seitdem habe ich es halt nicht mehr gespielt. Boah. Ich habe gar keine Vorerfahrung mit dieser Reihe. Somit all die Recherche, die ich euch nenne, ist aus hartem Schweiß und Blut durch entstanden und nicht durch Selbsterfahrung. Oh, das verlangt umso mehr Respekt ab. Aber es ist eine tolle Reihe, also... das hier wird vielleicht dem einen oder anderen nicht mehr zusagen, weil es halt einfach ein bisschen zu alt für viele Leute ist. Aber sowas wie, weiß ich, Human Revolution oder Mankind Divided, die lassen sich heute immer noch wunderbar spielen und sehen halt auch noch gut aus für die heutige Zeit. Ich muss gestehen, Deus Ex finde ich sehr faszinierend, weil es einfach ein mechanisch so tiefgehendes Spiel ist. Es ist wirklich faszinierend, wie viel es zu diesem Spiel zum Lernen gibt, wenn man sich bessern will in einem Speedrun-Kontext oder einfach in dem Kontext von Challenge-Runs. Aber mehr davon später. Wir sind auf einer ganz speziellen Map gelandet, nämlich Vandenberg. Wir haben gerade unsere Rifle hier, wir schießen auf einen Hügel und die Map endet. Oh, so einfach geht das. Ist so schön, ne? Was hier wirklich passiert, ist der Vandenberg-Skip. Es gibt dort auf der anderen Seite der Map, wo wir hingeschossen haben, einen Level-End-Trigger, der mehr oder minder direkt sichtbar ist von uns. Dieser Level-End-Trigger achtet nicht nur darauf, wenn ein Spieler durch ihn läuft, sondern auch, ob Projektile durch ihn gehen. Mhm. Somit haben wir uns Skills aufgehoben, um sie für unsere Rifle dort zu verwenden. Wir haben also jetzt Rifle Skills Advanced, glaube ich, drin. Erlaubt uns, diese Rifle genauer zu machen. Und mit dieser genaueren Rifle haben wir auf die andere Seite der Map geschossen, um den Level-End-Trigger buchstäblich abzuschießen, um das Level zu beenden, was ich sehr lustig finde. Jo. Und direkt danach haben wir eine Tankstelle, wo wir eigentlich eine Person retten mussten, Tiffany. Und unsere schnellste Weise, sie zu retten, ist, indem wir eine Granate in ihr Raum werfen und dann dem Helikopter sagen, wir haben unser Bestes gegeben. Jo. Wir haben es versucht. Es ging leider nicht. Tut uns leid. Nur wirklich knapp. Und dann fliegen wir weg, weil
ist schneller. Das fand ich übrigens an dem Spiel auch, toll, dass man, man hatte zum Beispiel hier Rette die Geisel als Missionsziel, aber wenn man es nicht geschafft hat, war die Mission halt nicht gescheitert, sondern man musste mit den Konsequenzen leben. Ja. Also sie ist theoretisch gescheitert, aber man setzt das Spiel einfach fort. Das ist, genau. Es ist wirklich faszinierend. Ich finde das auch ziemlich cool. Und Vandenberg liegt in Kalifornien? Okay. Das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gewusst. Also ich hätte jetzt eher so Richtung Niederlande getippt. Klingt zumindest danach. Ich hätte Deutschland gesagt, weil ich bin nicht in Deutschland. Ach so, ja gut. Naja, Niederlande, Deutschland ist eh dasselbe. Ja, pretty much. Ich hätte erwartet, dass du sagst, es ist in Österreich, weil du bist nicht in Österreich. Ach so, nee, aber Vandenberg hätte ich jetzt eher an Niederlande gedacht. Vielleicht auch Belgien, aber... Währenddessen sind wir jetzt schon in Mission 14 angekommen. Es ist auch die vorletzte Mission im Spiel und es ist mit einer der längsten im Spiel. Wir haben direkt angefangen mit einem weiteren Phoenix-Glitch, wo wir uns absichtlich auf einem Fahrstuhl haben sterben lassen, um durch den Fahrstuhl durchzufallen und dann zu safe-loaden, um dann wieder am Leben zu sein. Wird gleichzeitig auch uns den Deadman Walking Glitch wiedergegeben, um jetzt an dieser Gegner-AI vorbeizulaufen. Und jetzt haben wir eine Reihe an Terminals und Passwörter, die wir eingeben müssen, um hier durchzunavigieren durch diese Submarine. Eine Sache, auf die wir noch gar nicht eingegangen sind, was aber dieses Spiel wirklich prominent macht die ganze Zeit, ist, es verlangt hier und da immer wieder Passwörter und Passcodes, die man herausfinden muss, aber sie ändern sich nie. Das heißt, als Speedrunner hat man die einfach entweder irgendwo notiert oder kann sie auswendig und kann immer dieselben Passcodes an denselben Stellen verwenden und dann kommt man weiter. Und es gibt hier auch den Code 0451, der Looking Glass Code. So, jetzt habe ich meine Referenz doch mit reingebracht. There you go. Werde ich aber nicht weiter drauf eingehen diesmal. Ich aber als System Shock dann machen. Sehr schön. Das ist ja direkt von Looking Glass, das ursprüngliche zumindest. Genau. Auf irgendwas wollte ich hier noch eingehen, aber ich habe es vergessen, also kann es nicht so wichtig sein. Entschuldigung. Nee, kein Stress, das war nicht wegen dir. Auf alle Fälle klippen wir uns hier wieder wie gehabt durch die Türen durch. Yeah. Hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Also ich überlege gerade, nee, so komplett neue Sachen werden wir jetzt glaube ich nicht mehr sehen. Alles, was wir jetzt noch an Tricks sehen, an Speedrun-Tricks, haben wir schon mal gehabt und natürlich auch erklärt. Mhm. Also Daftus hat es natürlich erklärt. Und ja. Wir sind aber tatsächlich auch fast am Ende mittlerweile. Toll. Was auch spannend ist an dem Deadman Walking Glitch, ist, dass manche Laser auch einen nicht registrieren. Andere Laser aber schon, je nachdem auf welcher Map man ist. Laser in diesem Spiel haben erstaunlicherweise Map für Map anderes Verhalten, an wie man sie blockieren und oder austricksen kann. Mhm. In manchen Maps kann man zum Beispiel Tränengas benutzen, so ein Tränengas-Spray, dass man vor diese Laser sprayen kann und man kann sich dann währenddessen durch sie durchbewegen, während das Gas es blockiert. Und bei manchen triggert es die Laser nicht, bei manchen schon. Je nachdem, auf welcher Map man ist. Bei manchen Maps kann man diese Laser auch blockieren mit Items, die man fallen lässt. Bei manchen registriert es das nicht als aktiviert, bei manchen schon. Richtig. Es ist wirklich spannend, wie diese Tripwires nicht ein Verhalten haben, das auf jeder Map gleich ist, sondern auf jeder Map ein bisschen anders, was sehr spannend ist. Ja. Im Grunde muss man die Vorgehensweise für jede einzelne Barriere dann halt auswendig können oder halt lernen oder irgendwo aufschreiben. Genau, ja. So, für den Anfang ist Aufschreiben, glaube ich, noch okay. Genau. Oh, jetzt geht's wieder in die Yellow Submarine. Das fällt mir übrigens jetzt erst auf, dass das U-Boot natürlich auch gelb sein muss. Ich meine, wenn schon, dann schon, ne? Ja, genau. Macht eine Menge Sinn. Genau, das ist, was ich davor erwähnen wollte. Wenn wir uns selber umbringen für diesen Phoenix-Glitch, um irgendwo durchzufallen, nehmen wir nicht nur an unsere Gesamtlebensleiste Schaden, das ist unser Torso-Bereich links oben, sondern wir nehmen auch an unseren Gliedmaßen Schaden, an Armen, Beinen und Kopf. Und spezifisch unsere Beine nehmen dann öfters recht viel Schaden. Was wir aber machen können, ist, die Medkits können wir für bestimmte Gliedmaßen benutzen, um nur diese zu heilen, aber nicht um unsere Gesamt-HP aufzufüllen. Und das können wir zum Beispiel machen für die Beine, weil wenn diese Beine Schaden nehmen, dann läuft man langsamer. Mhm. Man kann dann also den Deadman Walking Glitch beibehalten, indem man nur die Beine hochhält
Und dann kann man sich schneller bewegen, aber unser Torso-Bereich ist immer noch minus 25. Genau. Und damit kann man uns schnell durchbewegen und gleichzeitig tot sein, was ich sehr lustig finde. So. Ist halt ähnlich wie, weiß ich, bei der Fallout-Reihe, wo man ja auch einzelne Gliedmaßen heilen konnte. Nur da hat man halt auch immer insgesamt ein bisschen geheilt. Genau. Wir beenden diese riesige Chapter 14, auf der wir immer noch sind, indem wir hier einfach durch diese Falltür durchschießen mit dem Raketenwerfer. Es ist ein relativ präziser Trick, aber bestimmte Waffen, wie zum Beispiel der Law-Raketenwerfer oder der normale Raketenwerfer, sind länger und größer, als man vielleicht annimmt, sodass das Lauf von dieser Waffe durch Geometrie durchgeht, wenn man direkt auf sie schaut oder in bestimmten Winkeln direkt auf sie zielt, sodass man durchschießt. Und in dem Fall haben wir das gemacht, um durch die Falltüre durch etwas abzuschießen, was den Level-End-Trigger auftauchen lässt. Und damit können wir endlich Chapter 14 beenden, die längste, und sind jetzt in der finalen Chapter, in der finalen Mission. Und wir starten den, indem wir uns selbst einladen, indem wir durch diese Tür gehen. Und SCP, vielen Dank für deinen Resub. Vielen Dank, sehr lieb. Ich hatte überlegt, Escapee, aber ich weiß nicht, ob das so eine Anspielung sein soll. Also SCP, Escapee. Meine SCP ist eine eigene Sache, somit glaube ich, spielt es auf das an. Ah, so oder okay. So. Sehr willkommen, vielen Dank. Sehr passend, actually, weil wir sind in einem Bereich, der an SCPs erinnern könnte. Wer weiß, was das ist. Wer nicht, ist auch nicht so wichtig. Wir laufen hier durch ein Labor durch, machen unseren Deadman Walking Glitch wieder, damit wir nicht wahrgenommen werden. Und währenddessen klippen wir durch einen Haufen am Wände durch. Das beschreibt eigentlich diese Endsektion ziemlich gut. Es gibt einen Haufen an Plot-Twists, die absolut keiner versteht, weil wir haben die Story übersprungen. Wir haben ein paar Türen, die wir nicht verstehen müssen, weil wir laufen durch die einfach durch. Und die Gegner verstehen uns nicht, weil wir irgendwie einfach nur durchlaufen und sie wollen nicht wirklich auf uns schießen, aber sie wissen auch, dass wir, was wir machen, falsch ist, aber sie halten uns auch nicht auf. Es ist alles ein bisschen seltsam gerade. Hier zum Beispiel sind wir, glaube ich, gerade im Fahrstuhl mit, ich glaube, dem Antagonisten, der uns einfach akzeptiert. Eben, er glaubt halt immer noch, dass wir tot sind. Wir sind ja, halt also immer noch im Deadman Walking Status. Yo, Bro, wie geht's, Mann? Wie liegt's im Grab? Genau. Und wir so, ja, eh gut. Und dann springen wir 25 Meter hoch zu seinem HQ und hacken seinen PC und sagen in seinem Chat dann, lol, JK, und dann springen wir wieder weg. Hier sind wir übrigens auf dem Gegner gelandet, um Fallschaden zu vermeiden. Oh, wow. Das stimmt, daran hatte ich jetzt selber auch nicht, gar nicht mehr gedacht. Die Variante gibt es dann auch. Also wichtig ist halt im Moment sowieso, dass wir gar keinen Fallschaden nehmen, weil wir im Minusbereich sind, HP-technisch. Und wir haben es ja vorhin schon mal erklärt, wenn wir jetzt Schaden nehmen, dann checkt das Spiel, okay, nach dem Schaden ist er im Minusbereich, also müsste er eigentlich tot sein. Und würde uns dann sterben lassen. Obwohl wir halt eigentlich vorher schon im Minusbereich waren. Genau. Aber ja, wir sind, ich glaube, auf der letzten Map in der letzten Mission angekommen. Also viel haben wir wirklich nicht mehr vor uns. Mhm. Wir haben jetzt noch ein paar Terminals, wo wir uns mit ein paar Logins einloggen, die ganz secure und sicher sind aus dem heutigen Standard. Mit 4 Buchstaben, Passwörtern und so, die alle Sinn ergeben. Ein paar Raketenwerferschüsse später. Und ich glaube, wir sind wirklich unmittelbar dem Ende nahe. Wir müssen uns jetzt auch nicht mehr durch die Türen durchklippen, sondern wir können einfach die Türschalter benutzen. Das beweist, wie nah wir dem Ende sind. Richtig. So, und hier war jetzt, glaube ich, schon Time, ne? Ja, nee. Oh, ich glaube, hier war das. Ich komme da immer so ein bisschen durcheinander bei Deus Ex. Auf alle Fälle sitzt Vahesh da auch sehr entspannt gerade, also er scheint bisher zumindest mit dem Run sehr zufrieden zu sein und viel passiert. Ach, Heinki hat den letzten Input gemacht. Und er hat den Time-Knopf nicht gefunden. Genau. Ja gut, also müssen wir nochmal so ein, zwei Sekunden vielleicht abziehen von der Time, aber unter 43 Minuten, gerade für ein Event, gerade für so einen Marathon ist das eine echt gute Zeit. Ja, voll. Ein
Sehr cooler Run. Ein sehr anspruchsvoller Run, was wirklich viel an Wissen verlangt, mit einem Haufen präzisen Wallclips. Wir verrecken hier nochmal an einer Zigarrenschachtel, weil das schwitzig war. Übrigens, ganz, ganz streng genommen ist das jetzt ein Assisted Run gewesen. Stimmt, weil, ja. Weil Heinki einen Input gemacht hat. Es wäre ein Co-op Run. Co-op, ja genau, es ist ein Co-op Run jetzt. Genau, ja. Oh, wow. Also das ist jetzt so ein bisschen Showcase hier noch, das gehört nicht mehr zum Run dazu. Aber wir sind in der Gefängniszelle, vielleicht erinnert ihr euch noch vorhin, waren wir da ja auch drin und haben da trotzdem alles mögliche an Waffen und Gegenständen. Genau, ja. Normalerweise sollten einem die Items genommen werden, aber weil wir diese Map-Transition gemacht haben mit dieser Zigarettenschachtel, die uns umgebracht hat, konnten wir die Items so beibehalten, was sehr lustig ist. Genau. Ich glaube übrigens, dass wir einen Incentive wirklich hatten für ein Showcase und es könnte sein, dass dies jetzt Teil davon ist. Weil wir haben dort gerade Anna Navarre gesehen, die wir davor übersprungen haben durch einen sofortigen Wallclip. Mhm. Die ist diesmal zu uns gekommen und hat gesagt, hey, ich werde dir zuschauen, wie du stirbst. Dialoge sind da ziemlich lustig in diesem Spiel, weil ja, sie alle klingen wie Roboter. Aber bevor man den Wallclip dort gemacht hat, gab es einen anderen Trick, wie man Anna Navarre später skippt. Sie ist ein Bosskampf in diesem Level. Wir haben sie nicht gesehen, weil wir zu schnell waren. Es gibt jetzt eine Chance, dass wir sie vielleicht sehen und damit auch eine weitere Weise, wie man sie überspringen kann. Aber ich schätze, ab jetzt können wir uns alle bereithalten, über was auch immer jetzt kommen wird, weil dies ist nur ein Showcase-Bereich. Ich habe keine Ahnung mehr, was auf uns zukommt. Wenn es Tricks gibt, die ich erklären kann, werde ich sie erklären. Und wenn es sie nicht gibt, dann werde ich einfach nur mit offenem Mund draufschauen wie ihr und sagen, Mann, das ist cool. Genau. Nee, tatsächlich kann ich jetzt auch nicht wirklich großartig was dazu sagen. Wie gesagt, es ist halt schon lange her, dass ich das Spiel selber so richtig casual gespielt habe. Wenn man mal von dem Revision absieht, dass ich dann aber auch schon im ersten Level abgebrochen hatte, weil es einfach zu dunkel war. Nee, ansonsten ja, ist das halt für einen eigentlichen Speedrun jetzt auch ziemlich irrelevant. Es wird halt nur ein bisschen was gezeigt. Und was mir übrigens gerade auffällt, das Programm unter unserem Stream, da ist noch das Illusion of Gaia Randomizer Turnier verlinkt. Du müsste, Sif zum Beispiel, müsste da mal reingucken und das abändern. Ah ja, das ist ein guter Punkt. Oder du gleich oder an? Blue, ja. Danke okay. Dir, Blue. Alles klar. Aber ja, währenddessen, wir haben hier die Cutscene mit Anna Navarre, die wir davor übersprungen haben. Und jetzt sagt sie, ich mach dich fertig. Und du sagst, ja, probier's. Und dann fällt sie um und explodiert. Genau. Also eigentlich hätten wir direkt neben ihr gestanden zu dem Zeitpunkt und wären halt mit ihr explodiert. Das ist halt so ein Kamikaze-Ding. So eine Kamikaze-Aktion von ihr. Wir haben aber den Dialog aus einer gewissen Entfernung getriggert und sind deswegen von der Explosion nicht erwischt worden.